Warum ist die Mindful Masters Coaching-Ausbildung mehr als nur eine Coaching-Ausbildung? Ich habe während der Corona-Zeit bzw. nach der Corona-Zeit ganz viele Online-Ausbildungen gemacht. Und für mich hebt sich die Mindful Masters Academy total davon ab, weil es ist, jeder präsentiert sich total verletzlich und offen, inklusive der Sarah. Das war für mich die größte Überraschung, muss ich sagen. Und das eröffnet einen ungeahnten Raum für eine persönliche Entwicklung. Es war so persönlich. Sicher dir jetzt einen der begrenzten Ausbildungsplätze der Mindful Masters Coaching Ausbildung. Alle Infos findest du auf www.sarahdesai.de/mindfulmasters-academy. Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich bin Sarah Desai und in dieser Folge geht es darum, wie du richtig visualisieren kannst. Denn Visualisierung ist ein wahnsinnig wirksames und kraftvolles Tool, wenn wir sie richtig zu nutzen wissen. Visualisierung bedeutet nicht, uns irgendwas einzureden, schön zu reden. Damit hat Visualisierung überhaupt nichts zu tun. Sie bedeutet auch nicht, etwas auszublenden, Schwierigkeiten, Hindernisse. Es ist keine Verleugnung, im Gegenteil. Visualisierung ist eine Bewusstmachung. Und zwar die Bewusstmachung, die Bewusstheit zu erlangen, dass es Hoffnung gibt für uns. Dass da etwas ist, eine Realität, die wir für uns erschaffen können. Eine Realität, die wir uns wünschen, die uns dienlich ist, auf die wir zusteuern können und nach der wir eben unser Handeln ausrichten können. In der Visualisierung schaffen wir also ein Szenario, auf das wir zusteuern können und wollen. Meistens tun wir das Gegenteil, unbewusst. Meistens malen wir uns Szenarien aus, die wir eigentlich vermeiden wollen, die schwierig sind und in denen wir uns dann verhaken. Wir malen uns Sorgen aus, wir malen uns schmerzhafte Erinnerungen aus, wir malen uns Selbstzweifel aus, wir malen uns alle möglichen Problemszenarien aus. Die Tür ist offen für all diese, ich sag mal, herausfordernden Szenarien. In der Visualisierung machen wir aber eine andere Tür auf. Und zwar ganz bewusst. Und das ist die Tür zu dem, wo wir eigentlich hin möchten. Und wir leugnen dabei nicht, dass es vielleicht jetzt gerade schwierig ist, aber was wir tun ist, wir entwickeln einen positiven Zielfilm. Wir verbringen keine Zeit mehr damit, weg von den Problemen, weg von den Sorgen, weg von den Selbstzweifeln, nein. Sondern wir richten unsere Energie hinzu dem gesunden Selbstwert, hin zu der Entspannung, hin zu der Realität, die uns erfüllt, hin zu dem, was wir uns wünschen. Bedeutet, wir arbeiten letztendlich mit Lösungen, anstatt uns die ganze Zeit
mit dem Problem zu befassen. Also unsere Energie fließt in die Lösung und nicht in das Problem. Und das ganz ohne das Problem oder die Schwierigkeiten zu leugnen. Aber umso mehr Aufmerksamkeit wir den Schwierigkeiten und dem Problem geben, umso größer wird das. Umso mehr Aufmerksamkeit unsere Ängste bekommen, umso größer werden sie. Unsere Ängste nähren sich von Aufmerksamkeit. Alles, was unsere Aufmerksamkeit bekommt, wird größer, wird in den Fokus gerückt. Und in der Visualisierung rücken wir eben die Dinge in den Fokus, die wir uns wünschen, die uns dienlich sind, die uns gut fühlen lassen. Und dadurch werden die größer. Und viele fragen mich oft, ja, ist Visualisierung schwierig? Ist nicht schwierig, denn in der Visualisierung bedienen wir uns der natürlichen Funktion unseres Gehirnes, nämlich der, in Bildern zu denken. Wir alle denken in Bildern. Das heißt, du bist eigentlich schon Meisterin und Meister im Visualisieren. Aber es geht darum, konkret zu werden. Konkret die Bilder zu erschaffen und ihnen den Raum zu geben, den wir ihnen sonst nicht geben. Weil ganz viele Gedanken passieren unbewusst. Wir haben dann zwar Bilder, die aufflackern, aber wir sind uns auch gar nicht so richtig bewusst, was für einen Film wir uns da anschauen. Und in der aktiven Visualisierung richten wir eben unseren Fokus, unsere ganze Energie auf das Kreieren von Bildern, die uns in einen Zustand bringen, der sich gut anfühlt, auf den wir hinsteuern möchten. Und das Verwenden von eben diesen inneren Bildern bringt uns dann in einen Zustand, in dem wir neue, heilsame Denk-, Gefühls- und Handlungsmuster entwickeln. Denn erst ist der Gedanke, sind die Bilder da. Darauf folgen Gefühle und als letztes Handlungen. Das heißt, die Kausalkette von Visualisierung ist viel länger, viel größer der Effekt als nur der Moment, in dem wir da sitzen und visualisieren. Das, was darauf folgt, die Folgen, der Ripple-Effekt, wie man so schön sagt, ist viel, 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 viel größer. Was allerdings oft schwierig für viele ist am Anfang bei der Visualisierung, ist, sich überhaupt mal zu erlauben, da einzutauchen in diese Möglichkeit des aktiven Erschaffens von Realitäten durch unsere Gedanken. Uns selbst die Erlaubnis zu geben, weil sofort der Gedanke kommt, ja, ist ja zu einfach und das ist vielleicht toxische Positivität. Es hat damit überhaupt nichts zu tun. Wir sollten aber auf gar keinen Fall leugnen, verleugnen, dass wir schöpferische Wesen sind. Du bist ein schöpferisches Wesen. Wenn wir zum Beispiel unseren Fokus
auf unsere Schwierigkeiten legen und auf die Probleme legen, dann ist das unsere Realität. Wenn wir aber sagen, hey, ja, ich habe hier ein Problem und ja, da, wo ich jetzt gerade bin, das fühlt sich nicht gut an oder wie es gerade ist, fühlt sich nicht gut an und ich gucke jetzt mal, was eine Lösung sein könnte, dann leugnen wir ja nicht das Problem, aber unsere Aufmerksamkeit liegt auf der Lösung, auf dem, wo wir hinwollen, auf dem, was sich gut anfühlt. Und das ist dieser positive Zielfilm, von dem ich gesprochen habe. Es gibt im Coaching einen schönen Satz. Der kommt von Steve the Chaser, dem Begründer oder Mitbegründer der kurzzeitigen Lösungstherapie. Und der hat gesagt, der Lösung ist egal, wie das Problem entstanden ist. Warum weiter am Problem arbeiten, statt den Blick auf die Lösung zu richten? Und somit in einen konstruktiven, aktiven Zustand kommen. Denn wenn wir uns die ganze Zeit mit dem Problem oder mit der Unzufriedenheit, nennen wir es jetzt mal Unzufriedenheit, ist ja auch nicht immer ein Problem, mit der Unzufriedenheit befassen, dann legt uns das lahm. Das ist ein passiver, zermürbender Zustand. Wenn wir aber unseren Fokus darauf richten, etwas zu ändern und dass es eben auch möglich ist, etwas zu ändern, dann kommen wir in einen aktiven Zustand, einen konstruktiven Zustand. Und dann spüren wir, nicht nur sehen wir spüren auch, wie die Lösung sich anfühlt, wie unser Wunschzustand, das, was möglich ist, sich anfühlt. Wir kommen ins Land der Möglichkeiten und folglich eben auch sehen wir, welche Schritte wir gehen müssen, um dahin zu kommen. Um dahin zu kommen. Was ist das, was wir dafür tun sollten? Ja, deswegen, erst ist der Gedanke, dann ist das Gefühl, dann die Handlung. Und wir kommen eben in heilsame Denk-, Gefühls- und Handlungsmuster hinein. Jetzt fragst du dich sicher, okay, habe ich verstanden, aber wie mache ich das? Und ich weiß natürlich gerade gar nicht, wo du stehst, was dein Ist-Zustand ist, aber ich habe hier jetzt mal was mitgebracht, was sich für alle von uns, ganz egal, wo wir uns gerade befinden, applizieren lässt. Und ich möchte dich einladen, jetzt mal tief einzuatmen und zu spüren, wie die Luft deinen Brustkorb durchflutet, hebt und dann wieder vollständig auszuatmen. Wenn es dir möglich ist, schließ jetzt deine Augen und atme erneut tief ein. Spür, wie die Luft deinen Brustkorb durchflutet, sich Platz macht. Dir Platz macht. Und dann atme wieder vollständig aus. Und noch einmal einatmen. Die Luft durchströmt deinen Brustkorb, weitet ihn, dehnt ihn, macht sich Platz, macht dir Platz. Und dann atme vollständig aus. Und atme jetzt weiter in deinem ganz natürlichen Atemtempo
Und ich lade dich ein, dir vorzustellen, dass jeder Atemzug dich in deine Zukunft trägt. Atemzug für Atemzug. Und du sitzt jetzt in einem Cabriolet, in der Version deines 90-jährigen Ichs. Du bist auf einer schier endlosen Straße und fährst dem Sonnenuntergang entgegen. Der Wind streift dein Haar, streift deine Haut. Und sanft. Und während du so im Cabrio sitzt und dem Sonnenuntergang entgegenfährst und deine Lieblingsmusik hörst, mit einem großen Grinsen im Gesicht, einem Lächeln aus vollem Herzen, schaust du in deinen Rückspiegel. Und in diesem Rückspiegel siehst du dein Leben Revue passieren. Ein Leben, das dich zufrieden macht, glücklich macht. Ein Leben, auf das du gerne zurückblickst, ohne Reue. Welche Bilder siehst du da in deinem Rückspiegel? Was kannst du sehen? Vielleicht siehst du eine gewisse Entspanntheit, die nur dein weises, altes Ich sehen kann. Nämlich, dass du irgendwann in deinem Leben gelernt hast, das Leben anzunehmen, wie es ist, nicht gegenzuhalten, sondern mit dem Leben zu fließen und darauf zu vertrauen, dass dein Glück in Wellen strömt und immer wieder zurück zu dir kommt. Darauf zu vertrauen, dass alles vorbeigeht und deswegen angenommen werden darf. Ja, vielleicht siehst du im Rückspiegel deinen Umgang mit Schwierigkeiten, deinen entspannten Umgang. Vielleicht siehst du im Rückspiegel auch Menschen, Menschen, mit denen du Zeit verbracht hast. Welche Menschen sind das? Wie sieht die Zeit aus, die du mit ihnen verbracht hast? Sind das die kleinen Momente, die nicht viel kosten, außer volle Präsenz? Das Dasein im Moment mit anderen, für andere. Wenn du das in deinem Rückspiegel siehst, dann frag dich, wie kannst du heute präsenter sein mit deinen Liebsten? Wie kannst du heute einen entspannteren Umgang finden mit all den Aufgaben in deinem Leben? Vielleicht siehst du im Rückspiegel auch Träume, die du dir erfüllt hast. Welche Träume sind das? Es ist der Traum von einer großen Reise, der Traum eines neuen Lebensabschnitts, beruflich oder in deiner Beziehung. Wenn du diesen Traum siehst, den du dir erfüllt hast,
in deinem Rückspiegel. Dann frag dich, was kannst du heute tun, um einen Schritt näher genau zu diesem Traum hinzukommen, zur Erfüllung dieses Traumes, zu dieser Reise, zu dem neuen Lebensabschnitt, zu dem neuen Beruf, der neuen Beziehung. Und vielleicht siehst du dort im Rückspiegel deines Lebens auch, welche Spuren du hinterlassen hast auf dieser Welt durch dein Wirken im Leben anderer Menschen. Was bleibt zurück von dir? Und wenn du das siehst, dann frag dich, was kannst du heute tun, um dem einen Schritt näher zu kommen? Und dann richte deinen Blick wieder auf die Straße Richtung Sonnenuntergang, dem du jetzt entgegenfährst. Spür das Lächeln in deinem Gesicht, den warmen Fahrtwind in deinem Haar, auf deiner Haut und das Gefühl von alles ist genau richtig, so wie es ist. Und ich bereue nichts. Und mit diesem Gefühl atme noch einmal tief ein und aus. Und noch einmal ein und aus. Dein Atem trägt dich wieder zurück in den Raum, in dem du gerade sitzt, oder auf die Bank, auf der du gerade sitzt. Und dann öffne deine Augen. Und gehe jetzt nach dieser Visualisierung den ersten Schritt des Weges, den du gerade gesehen hast. Und ich wünsche dir ganz viel Freude dabei und wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist. Ciao.